Der Österreicher Hardy Weirater. Der Kanadier Steve Podgorski führte zu diesem Zeitpunkt mit neuem Streckenrekord von 1 Minute 57,89 Sekunden. Der Sprung in die sogenannte Mausefalle in den ersten extremen Steilhang auf dieser wohl schwierigsten Weltcup-Abfahrt. Hardy Weirater, Weltcup-Gewinner in der Abfahrt der letzten Saison, zeigte ein glänzendes Rennen, trotz eines Autounfalls gestern Abend. Bei der Zwischenzeit der 3510 Meter langen und harten Piste lag der 24-jährige Österreicher um 0,6 Sekunden besser als der Schweizer Toni Bürgler an diesem Punkt. Bürgler belegte zum Schluss Rang 5. Hardy Weirater auch im Schlussdrittel mit der besten Leistung aller 68 Teilnehmer. Bei idealen Bedingungen ereigneten sich diesmal keine Stürze mit Folgen. Mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von 107,82 km pro Stunde und der neuen Streckenrekordzeit von 1 Minute 57,20 Sekunden gewann Weirater die Abfahrt in Kitzbühel. Mit 69 Hundertstel Rückstand wurde das Kanadier Steve